Mehr als jemals zuvor leben wir in einem sehr hektischen Alltag und wir haben so viele Erwartungen an uns selbst, von anderen Erwartungen, die wir gerne erfüllen möchten. Wir haben den Job, wir haben das Hobby, Sport, Familie und. Wir möchten das Bestmögliche erreichen und am liebsten 24 Stunden am Tag nur Vollgas geben. Doch damit verbunden ist, dass wir ständig von Lärm umgeben sind. Und dieser Lärm kann sehr schädigend für uns sein. Und im Umkehrschluss heißt das, dass es wichtig ist, dass du regelmäßig auch Pausen in Stille einlegst, um einfach mal für dich zu sein, in Ruhe über alles nachzudenken, runterzufahren. Und das Ganze ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Studien zeigen, dass regelmäßig konstanter Lärm einen starken physischen Einfluss auf unseren Körper und auf unser Gehirn nimmt. Und damit verbunden ist dann eine hohe Ausschüttung von Stresshormonen. Schall gelangt als elektrisches Signal über unsere Ohren ins Gehirn. Und damit bewirkt er, dass wir dieses Signal sogar aufnehmen und damit Emotionen verbinden, wenn wir schlafen und natürlich umso mehr, wenn wir im Alltag aktiv sind. Lärm kann also Emotionen auslösen und das zu jeder Tageszeit. Sind wir ständig von Lärm umgeben, schadet das unserer Gesundheit. Das gilt für Kinder wie Erwachsene. Deshalb ist es wichtig für dich, regelmäßig Pausen in Stille einzulegen. Momente, in denen du einfach mal nichts Produktives schaffst, helfen deiner Gesundheit auf die Sprünge. Lärm wird mit Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Tinnitus, Schlafstörungen und vielen anderen Problemen in Verbindung gebracht. Es kommt zu einer starken Sinnesüberflutung und wenn du dich dem Ganzen dauerhaft und konstant aussetzt, riskierst du ernsthafte Erkrankungen zu bekommen. Die gute Nachricht ist, dass das Gegenmittel bereits existiert, nichts kostet und jederzeit verfügbar ist für dich. Im Jahr 2011 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation dazu eine Untersuchung unter Europäern. Diese Untersuchung kam zu dem Schluss, dass wir Europäer jedes Jahr aufgrund von Lärmbelästigung 1 Million Jahre an gesundem Leben riskieren. Die WHO erklärte auch, dass viele Todesfälle durch Herzkrankheiten auf Lärmbelästigung zurückzuführen ist. Viele Meditationslehrer und Praktizierende können das bestätigen, denn sie fühlen sich besser, wenn sie regelmäßig einmal oder mehrmals am Tag meditieren und eine Pause ganz bewusst in Stille einlegen. Stille bedeutet dabei nichts Negatives. Es ist nichts Schlimmes daran, allein zu sein und das bewusst für sich zu entscheiden. Und es ist auch kein Mangel an Input vorhanden. Ganz im Gegenteil, denn Forschungen an der Duke University in North Carolina haben nachgewiesen, dass regelmäßige Pausen in Stille einen positiven Einfluss auf die Zellentwicklung in unserem Gehirn nehmen. Und zwar in dem Bereich unseres Gehirns, der für die Gedächtnisleistung verantwortlich ist und für unsere Emotionen. Dieses Thema ist also unwahrscheinlich spannend und ich kann dir nur raten, regelmäßig Momente in Stille einzulegen und dich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, sei es Meditation, autogenes Training, regelmäßige Spaziergänge zu machen, alles was zur Stille in deinem Leben beiträgt, denn das wiederum senkt das Risiko, irgendwelche schweren Erkrankungen zu erleiden und steigert deine Produktivität im Nachhinein. Ich wünsche dir dabei die maximal möglichen Erfolge. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.